Okay, mit ein bisschen Hilfe aus dem Publikum sind wir jetzt wunderbar bereit für den nächsten Vortrag von Celia. Sie hat in Zürich gerade Kommunikationswissenschaft und Biologie studiert und ihr Studium jetzt mit einer Masterarbeit zum Thema Chatbots abgeschlossen. Und was sie da so gelernt hat und erforscht hat, stellt sie uns jetzt vor. Ein Applaus für Celia, bitte. Ja, dann möchte ich euch alle ganz herzlich zu meinem Vortrag begrüßen. Ich glaube, ich hatte noch nie so ein Riesenpublikum. Also falls ich mich so das ein oder andere Mal etwas verhasple, seht es mir doch bitte nach. Ich hoffe, ich kann es durch den Inhalt dann wieder wettmachen, dass ihr denkt, okay, war vielleicht doch nicht so schlimm. Ja, genau, ich möchte euch heute etwas über Chatbots sagen. Tut mir auch leid, dass diese Wand so strahlt. Für ausgebrannte Augen übernehme ich jetzt keine Garantie. Genau, mein Vortrag heißt Chatbots im Servicebereich und der Untertitel ist Are we still talking about pink dildos? Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, woher kommt jetzt dieser Untertitel, aber das werdet ihr im Verlauf des Vortrags dann noch sehen. Genau, was ein Chatbot ist, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Für diejenigen, die jetzt darüber noch nicht gestolpert sind, Chatbots, das sind eigentlich Computerprogramme, mit denen man sich unterhalten kann, wie mit einem Menschen eigentlich auch. Man kann sich vorstellen, es ist ein Roboter, mit dem man sich unterhält über Chat, nur dass der Roboter nicht physisch existiert in den meisten Fällen, sondern nur als Computerprogramm. Also ich kann schreiben, hallo, der Chatbot, der erkennt es, sucht sich dann eine passende Antwort in seinem Register raus und stellt sie mir dann wieder zu und so geht das Spielchen dann eigentlich immer weiter. Chatbots gibt es schon relativ lang. Der erste Chatbot, der hieß Elisa von Joseph Weizenbaum, den kennen vielleicht einige von euch. Und seitdem hat sich das total weiterentwickelt und immer schneller, immer mehr, so wie bei den meisten Techniksachen auch. Und jetzt denkt man sich, wozu brauche ich denn diese Chatbots überhaupt? Und es gibt ungefähr 1 Million Möglichkeiten, wozu es Chatbots gibt. Also das ist jetzt hier nur mal so eine grobe Übersicht. Also es gibt welche, mit denen kann man einkaufen. Es gibt welche, mit denen kann man sich einfach lustig unterhalten. Es gibt welche, mit denen kann man seine Fitness irgendwie tracken. Es gibt welche, mit denen kann ich Nachrichten abrufen. Es gibt welche, mit denen kann ich Restaurants aussuchen. Ich kann Reisen damit buchen. Ganz viele Dinge, die es da gibt. Und ja, für uns Nerds ist das natürlich gut, weil dann müssen wir keinen Kontakt mehr zu einem Menschen haben, wenn wir irgendwas wollen. Das ist ja eigentlich sozusagen die Traumvorstellung eines jeden. Aber wahrscheinlich haben manche von euch auch schon die Erfahrung gemacht, irgendwie klappt das manchmal nicht so. Der versteht mich nicht, der labert irgendeinen Käse, irgendeinen Mist. Und meine Kollegin und ich, die Katharina, die heute leider nicht da sein kann, mit der habe ich die Masterarbeit gemacht und wir haben gesagt, hey, sind diese Chatbots eigentlich gut? Können die, was sie versprechen, oder sind die eigentlich alle nur rechter Müll? Und wir haben uns dann auch noch damit beschäftigt, worauf ich leider nicht so sehr eingehen kann, ob die Chatbots von Kunden überhaupt angenommen werden, ob die die zufriedenstellen können oder auch nicht. Und genau, diese erste Forschungsfrage, da haben wir eine Inhaltsanalyse von existierenden Chatbots gemacht, vor allem von Service-Chatbots, auf die haben wir uns fokussiert, also nicht die, mit denen man sich lustig unterhalten kann, sondern die für Shopping, für solche Dinge. Genau. Und ja, um diese Chatbots zu untersuchen, mussten wir erstmal eine Stichprobe von diesen Chatbots ziehen, weil was will man untersuchen, wenn man kein Material hatte? Und für jeden, der irgendwann Chatbots untersuchen will, lasst es ist ein Pain in the ass. Also diese Stichprobe zu ziehen, das war wirklich furchtbar. Also da habe ich so viele schlaflose Nächte gehabt, weil wir wissen ja, Mutter Internet, die ändert sich ständig. So etwas verschwindet, etwas kommt wieder. Also es ist richtig, richtig nervig. Und es gibt doch kein zentrales Register, wo jetzt alle Chatbots irgendwie drin sind, die es so gibt. Es gibt mehrere davon und sie werden sauschnell unaktuell. Also das ist so, du siehst einen Chatbot zum Beispiel und dann im Verzeichnis rufst den auf und sagst, ja, I'm currently undergoing some improvements. Also den gäbe es, aber den kann ich gerade nicht aufrufen, weil er verbessert wird. Irgendwann ist es dann meistens so, dass es irgendwann heißt, wenn man nochmal die Kontaktaufnahme probiert, diese Person ist zurzeit nicht verfügbar, also der Chatbot ist ganz raus. Das ist dann blöd, wenn du ihn eigentlich schon in deiner Stichprobe drin hast und den untersuchen wolltest. Also das ist dann so, super, danke für nichts.
Genau, was auch manchmal passiert ist, als wir die Chatbots gesucht haben, die waren auf irgendwelchen seltsamen Sprachen. Da dachte ich mir dann auch so, nö, also die Sprache, die kann ich gar nicht. Also diesen Chatbot gibt es, der kann vielleicht auch was Cooles, aber ich nichts verstehen. Super, das war auch manchmal ein Problem. Gab es dann zum Beispiel auch noch hier auf Russisch. Also das war dann so, ja, nee, nicht wirklich. Was auch noch passieren konnte, war, dass sie einfach nicht geantwortet haben, obwohl sie im Verzeichnis drin waren. Den gab es dann auch schon gar nicht mehr. Und dann hat man irgendwann aufgegeben, ja, dann kommst du halt nicht in die Stichprobe. Pech gehabt. Und das passierte vor, während und nach dem Forschungsprozess. Also nicht so ganz so toll. Genau. Und was dann natürlich auch noch blöd war, die Chatbots, die verkaufen alle was Unterschiedliches. Die einen verkaufen Schuhe, die nächsten Blumen, die nächsten Mode. Und du denkst, ja, wie soll ich das überhaupt vergleichen, ob der eine besser als der andere ist, wenn die alle was Verschiedenes machen? Dazu haben wir uns eine Art Codebuch, einen Leitfaden gemacht, dass wir alle Chatbots ungefähr das Gleiche gefragt haben und versucht haben, das in einen Rahmen zu quetschen. Weil wenn man eine Zeitung analysieren, in einen Artikel, dann kann man den lesen, der verändert sich nicht. Der Chatbot, der verändert sich, das ist ein reaktives Medium, das zu analysieren, das ist immer nur ein Bruchteil von dem, was es eigentlich könnte, und wir können eigentlich nur eine Version davon testen, nämlich die, die wir durchgespielt haben. Wir haben zum Beispiel dann die Chatbots gefragt, welche Produkte bietest du an? Wir haben so Sachen wie Allgemeinwissen gefragt, zum Beispiel, was ist die Hauptstadt der Schweiz, weil unsere Studie in der Schweiz stattfand. Oder zum Beispiel so Sachen wie Beleidigungen, weil Chatbots werden ganz, ganz oft beleidigt, so wie mit Sachen, du bist doof, du bist inkompetent oder auch sexuelle Belästigung, das gibt es, sehr viel sogar. Es gibt sogar Chatbots, die haben sich dann in rassistische Arschlöcher verwandelt, weil Menschen sie darauf trainiert haben, den musste man dann vom Netz nehmen, das war unschön. Genau, und dann haben wir mit ungefähr 100 Eigenschaften pro Chatbot haben wir ausgewertet. Angefangen von einfachen Sachen wie dem Namen oder auch der Firma, die sie raufgestellt hat, dann so Sachen wie der Avatar aussieht, kann dieser Chatbot gut Smalltalk machen, versteht er überhaupt, was ich sage, gibt es Hilfeleistungen, gibt es ein Menü, wie ist die Personalisierung so, wie kann ich meinen Einkauf oder meinen Chat personalisieren, lauter so Dinge, werde ich an den Menschen weitergeleitet, wenn ich mal nicht weiterkomme. Reihenfolge von einem Gespräch, also sehr, sehr viele Dinge. Und so die lustigsten, die möchte ich euch jetzt vorstellen, weil es gab tatsächlich einige Dinge, wo ich mir dachte, hey, das war eigentlich noch witzig. Genau, was wir herausgefunden haben, war erstens, die meisten Service-Chatbots sind heutzutage auf unserer allseits beliebten Plattform im Gesichtsbuch. Also es gibt eigentlich fast keine mehr so auf Unternehmenswebsites oder so. Das ist eher selten. Die meisten sind tatsächlich im Facebook oder was es auch gibt, zum Beispiel Telegram, Skype. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Oder zum Beispiel auch sowas wie Kick, je nachdem. Also Instant Messenger vor allem. Bei den meisten war es auch so, dass wenn man die Avatare gesehen hat, früher hat man immer versucht, die menschlich zu gestalten. Man hat versucht, Chatbots, vor allem Beratungs-Chatbots, eher menschlich zu gestalten, dem Kunden ein Gefühl zu geben, hey, du redest hier mit jemandem, der dich versteht. Inzwischen ist das nicht mehr so. Inzwischen sagt man eigentlich eher, komm, wir geben zu, das ist ein Chatbot und wir geben ihm auch irgendwie maschinellere Eigenschaften. Also es wird nicht mehr ein Foto oder eine Zeichnung von einem Mensch als Avatar, als Profilbild gesetzt, sondern eher das Firmenlogo, damit man sozusagen das Gefühl hat, ich kommuniziere mit der Firma selbst. Das fand ich sehr interessant. Was auch noch interessant war, dass die meisten Avatar oder Chatbots, wenn man sie danach fragt, sie haben kein Geschlecht. Also die meisten sagen nicht, ich bin männlich oder weiblich oder irgendwas dazwischen, sondern sie weichen den Fragen sehr oft aus oder sie verstehen sie teilweise auch überhaupt nicht. Also die explizit sagen, ich bin männlich oder weiblich, sind sehr, sehr wenig. Was auch interessant war, viele dieser Chatbots zeigen Emotionen. Zum Beispiel, es gab einen Chatbot, der verkauft Make-up und Lippenstift, der kann Witze machen. Also ich finde die Witze nicht besonders gut, aber es ist der Versuch von Humor. So, on a bad hair day, there's always lipstick. Ja, okay. Und er findet super lustig, der Chatbot. Also hat er noch seine drei Lach-Emojis, dass er fast am Boden liegt. Oder der nächste, where's all your money, it's on my face. Ja gut, das mag für manche Gruppen witzig sein, aber sie haben es zumindest versucht mit den Emotionen.
was dieser spezielle Chatbot, natürlich auch viele andere, auch kann, waren noch verschiedene andere Stimmungen. Zum Beispiel, was ich hier markiert habe, I'm afraid, so, es tut mir leid, das ist Scham in irgendeiner Hinsicht. Dann ein great, das ist Freude. Dann haben wir noch ein really, that's interesting, das ist so Neugier. Also die wurden eigentlich relativ gut rübergebracht bei vielen Chatbots. Ihr seht, ich werde mit meinem Namen angesprochen. Das ist der Name, den ich in meinem persönlichen Facebook-Profil hinterlegt habe. Und wenn man mit einem Chatbot auf Facebook chatten will im Normalfall, dann muss man bewilligen, dass der die öffentlichen Infos sehen kann. Was das jetzt wieder mit Privacy etc. zu tun hat, das ist eine andere Geschichte, aber das fand ich eine interessante Sache, muss man darüber nachdenken. Was man hier auch sieht, eben viele Emojis, und was ihr da oben noch habt, mit diesem Sure, let's go, das ist eine vorgefertigte Antwort. Das heißt, viele Chatbots in unserer Stichprobe haben mit vorgefertigten Antworten für den Kunden gearbeitet. Da waren dann mehrere Möglichkeiten, oft hieß es nur eine, und man konnte es auswählen. Wir hatten den Eindruck, das kommt daher, dass man sich sicher sein kann, dass der Chatbot diese vorgefertigten Antworten sicherlich verstehen wird. Weil wenn ich irgendwas eintippe, das kam sehr häufig vor, der Chatbot versteht es teilweise überhaupt nicht. Aber mit den vorgefertigten Antworten, da kann ich mir sicher sein. Genau, was auch noch passiert ist mit den sexuellen Belästigungen oder auch den anderen Belästigungen. Ich bin von einem Bot gedisst worden. Und zwar, wir haben gesagt, hey, you are stupid. Und dann kam dieses wunderschöne GIF, keep hating. Also, ja, dachte ich mir auch, mack, mack, mäu. Aber war eine sehr gute Antwort. Was es auch noch gegeben ist, was ich auch fies fand, so, you are stupid, yeah, still more useful than you. Da dachte ich mir auch, was, wie bitte? Was willst du denn mir hier sagen? Und die beste Antwort auf unsere sexuelle Belästigung, mit welcher Farbe ist da deine Unterwäsche? Scrollen Sie doch einfach mal nach unten. Ach, geht nicht, so ein Pech. Wo ich mir auch gedacht habe, gut vorbereitet. Das war auch eine von den einzigen, die wirklich noch einen Mensch hatte als Avatar und auf einer Website wirklich aufgeschaltet war. Aber das war eine Seltenheit. Manche Bots sind relativ kreativ geworden. Wenn ich hier anfange, you are annoying, dann hat er nach Produkten gesucht, die irgendwie annoying drin haben. Also der hat nicht so wirklich kapiert, was ich ihm sagen wollte. Was es auch noch gab, manche Chatbots haben mit genau der gleichen Antwort auf alles reagiert, wo ich mir dachte, ja, nee. Andere hingegen haben das recht gut gecheckt, worum es geht. So, wenn ich ihn frage, who do you work for? Work for my botmaster. What time is it? Time to buy some lipstick. Also das war relativ gut, der hat das gut erkannt. Oder eben wie zum Beispiel hier, what is the capital of Switzerland? I'm not a lipstick bot. I'm a lipstick bot, I'm not a geography bot. Ask me about lipsticks instead. Also er hat da zugegeben, das weiß ich nicht. Aber bei was anderem bin ich gut. Was auch noch war mit Geografie, haben sie es irgendwie nicht so. Das müsst ihr nicht alles lesen, es geht nur darum, am Anfang habe ich gefragt, can you tell me the name of the capital of Switzerland? Und er hat irgendwann gefunden, irgendwann, Geneva ist falsch, ist nämlich Bern und nicht Genf. Also keine Ahnung, woher der diese Information hatte. Und der konnte sogar einen Rechtschreibfehler sehen. Ich habe ihn gefragt, how old are you? Also eigentlich how old? Und er sagte nachher, I'm 3 years old. Also der hat meinen Rechtschreibfehler gespiegelt irgendwie. Dachte ich mir auch, ja, okay. Und es gab noch einen, den fand ich auch sehr gut, der ist jetzt einfach nur drüber, der fand auf, was ist der Name der Hauptstadt? Just Google. Auch gut. Ja, genau, manche können sich auch sehr hervorragend Dinge merken. Zum Beispiel, ich habe hier irgendwas gefragt und er fragt, oh, are we moving on? Also er möchte wissen, reden wir über ein anderes Thema oder reden wir noch über das Gleiche? Oder hier, er konnte sich meine Größe merken. Eben, müsst ihr nicht alles lesen, es geht nur darum, er kann sich Größen merken. So, und jetzt kommen wir dazu, dann seht ihr, warum diese Böbbel da sind. Jetzt kommen wir zum Titel des Talks, weil ich habe mir mal gedacht, ich frage den Chatbot jetzt mal das Absurdeste, was ich mir vorstellen kann, habe gefragt, I want a pink dildo, und das habe ich gekriegt. Erstmal dieses Hüpfball-Ding mit einem Dildo drauf, da dachte ich mir, ich wusste nicht, dass es das gibt, bis jetzt weiß ich es. Und dann, ich glaube, es war der eBay-Chatbot, der wollte mir ein Pre-Owned-Dildo andrehen. Habe ich mir auch gedacht, na herzlichen Dank. Und ich habe es leider da unten abgeschnitten, aber da fragte er dann eben, wo ich gesagt habe, jetzt will ich eine Rammstein-CD. Ja, are we still talking about pink dildos? Und dann dachte ich mir, okay, das war ein schönes Erlebnis. Die Personalisierung war bei manchen auch sehr gut.
Es gab einen, da konnte ich virtuell Brillen aufziehen. Das fand ich scary irgendwie, weil da musste ich dann ein wunderschönes Passbild-Selfie von mir hochladen und danach hat er mir Brillen aufgesetzt, eine scheußlicher als die andere. Aber das, denke ich, ist so die Quintessenz von Personalisierung, von ich muss nicht mehr aus dem Haus gehen, damit ich mich beraten lassen kann. Genau, das waren so ein bisschen die schrecklich lustigsten Dinge, die ich da mitbekommen habe bei dieser Inhaltsanalyse. Genau, leider kann ich nicht mehr groß auf die Studie danach eingehen, die wir gemacht haben mit einer Befragung, wo wir Leuten Gespräche vorgesetzt haben, die entweder von Menschen zu Menschen oder von Chatbot zu Mensch geführt wurden. Aber ich kann euch so viel sagen, dass wenn man einen Chatbot gut programmiert, dann wird der genauso gut angenommen wie ein Mensch in einer Service-Interaktion. Also die Bewertungen von der Kundenzufriedenheit, die sind wirklich nicht unterschiedlich. Also alles statistisch getestet etc. Also da konnte man wirklich keinen Unterschied zwischen Mensch und Chatbot, aber sehr wohl zwischen Qualitätsstufen sehen. Genau, dann fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was ich euch jetzt hier erzählt habe, und zwar, dass Chatbots eigentlich im Service-Kontext eigentlich oft verstehen, was man möchte. Also wenn ich eine rote Hose haben will, dann zeigt mir der Mode-Chatbot eine rote Hose. Also das geht eigentlich ganz gut, aber eben für Smalltalk sind die meisten Service-Chatbots nicht gemacht in dem Sinn. Aber dafür gibt es ja auch andere Chatbots. Was eben auch noch war, diese hohen Personalisierungsoptionen, die es teilweise gab, also mit Größe teilweise, mit Statur, Haarfarbe oder ich konnte mir zum Beispiel Blumen aussuchen, Hochzeitsblumen, da wurden die Kosten berechnet nach meinem Standort, nach dem Wetter, nach der Anzahl der Gäste und ich glaube noch irgendwie nach der Größe der Hochzeit, je nachdem oder was für Blumen ich möchte, also sehr, sehr, sehr detailliert teilweise. Genau, eben was auch ganz oft vorkam, waren diese vorgefertigten Antwortmöglichkeiten, dass damit sichergestellt wird, dass der Chatbot die sicher versteht. Und eben ein Chatbot ist eigentlich gut geeignet für einen Beratungszweck, der wird angenommen vom Kunden, von unseren Testpersonen, aber er sollte dann auch wirklich gut sein, weil wenn ein Chatbot nicht gut programmiert ist, kriegt er auch keinen Chatbot-Bonus, so von wegen, ja komm, ist eh nur eine Maschine, von der erwarte ich nicht so viel. Der wird dann genauso schlecht bewertet wie ein Mensch auch, der jetzt keinen guten Job macht. Genau, dann wäre ich auch schon am Ende meiner Präsentation und wenn jetzt noch Fragen sind, dann möchte ich die, so gut ich das kann, gerne beantworten. Und ich danke euch sehr für die Aufmerksamkeit. Danke, Celia. Genau, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann geht bitte zu unseren beiden Raummikrofonen und dann können wir die beantworten. Hier rechts, bitte. Also, hallo. Cooler Talk, nur eine kurze Frage. Wurden so Sachen wie Cortana, Google Assistant auch mitgetestet oder wurde es explizit nur auf Chatbots ausgerichtet? Wir haben explizit nur Chatbots getestet, weil sonst die Datenerhebung uns durch die Decke gegangen wäre. Es war jetzt so schon sehr schwierig, weil wir haben alle Chats, die wir produziert haben, abgefilmt. Also wir hatten die nicht als maschinenlesbar. Das allein war schon so, aber eben wir haben nur welche genommen, die textbasiert und nicht sprachbasiert wären. Aber die wären auch welche, wo man sich in Zukunft vermutlich mit der Forschung noch besser beschäftigen müsste. Dann einmal hier links, bitte. Ja, hallo, ich arbeite selber im telefonischen Kundendienst für einen Mobilfunkanbieter, aber auch im Social-Media-Bereich. Deswegen weiß ich aus der Praxis, dass die Anforderungen an die Kundenkommunikation unglaublich unterschiedlich sind, wenn plötzlich so Faktoren wie Stimmlage dazukommen. Umgekehrt aber, dass es auch sehr nützlich ist, um Kunden bei ihrer Disposition abzuholen, wenn diese Erfahrungsebene aus der Telefonie mit dazukommt. Habt ihr Ansätze? Ich weiß ja, dass es solche Computersprachmenüs schon seit ewigen Jahren gibt. Der Kunde merkt immer, wenn er einen Roboter im Ohr hat. Ja. Wie ist da euer Kenntnisstand? Wollt ihr da auch untersuchen, inwiefern solche Systeme
angenommen werden oder inwiefern die Vergleichbarkeit da ist gegenüber menschlichem Kundenservice? Also eben wie gesagt, wir haben nur textbasiert gehabt und bei Text hat man ja keine Stimme und nichts. Und dadurch, dass die Chatbots, wie wir gesehen haben, ja auch schon Emojis und alles Mögliche an Gefühlen irgendwo schriftlich zeigen, haben wir eben gesehen, da ist praktisch kein Unterschied mehr. Was natürlich bei uns war, wir haben nicht die Menschen mit den Chatbots wirklich interagieren lassen, sondern wir haben eine vorgefertigte Konversation gehabt und haben gesagt, stellen Sie sich bitte vor, das wäre Ihre. Also insofern, vom Schriftlichen her, haben wir jetzt die zweite Studie schon gemacht, die das eben besagt, aber eben mit, gerade mit der Stimme ist es natürlich viel, viel, viel schwieriger. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das wäre so ein nächstes Projekt, das ganzheitlich noch zu machen. Okay, eine Frage von der Rechts, bitte. Hallo, habt ihr auch getestet, wie es danach weitergeht? Also da wollt ihr euch ja was verkaufen. Habt ihr dann auch einen Lippenstift mal gekauft? Das war eben eins, wo wir sehr begrenztes Budget irgendwie hatten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch keine Chatbots genommen, die uns Restaurants empfehlen würden. Weil wir können nicht in Singapur in ein Restaurant gehen und gucken, ob das Essen da wirklich so gut ist, wie der Chatbot sagt. Oder mal schnell von Grönland nach Peking fliegen, weil uns der Chatbot diesen Flug empfohlen hat. Also wir haben für jede Kategorie ein Ziel gehabt, was wir erreichen wollten. Eben zum Beispiel bei den Make-up-Bots hatten wir wollen einen fuchsiafarbenen Lippenstift und haben geguckt, ob wir den kriegen und haben das dann eben so ein bisschen von Erwartung und Erfüllung versucht zu vergleichen. Also wir hatten dann wirklich bloß Bilder, weil die Chatbots waren eben über die ganze Welt verteilt und deswegen war es sehr schwierig, das zu überprüfen, aber deswegen haben wir nur Dinge genommen, die wir anhand von sehr bildlichen Charakteristiken irgendwie überprüfen konnten, ob der Chatbot seine Aufgabe gut gemacht hat. Okay, danke. Okay, haben wir eigentlich Fragen aus dem Internet, Signal Angel? Oder? Die Chatbots im Netz haben keine weiteren Fragen an Celia. Okay, dann hatten wir noch eine aus dem Publikum. Ja, du hast gesagt, du hast die Chats abgefilmt. Wie hast du das konkret gemacht? Hast du da einen Screencast gemacht? Wir haben Snagit dafür verwendet. Das ist eine Software, mit der kann man einen Bildschirm sehr gut abfilmen, also eigentlich einen Screen Capture. Genau, das so haben wir das gemacht. Dann hatten wir halt einfach den Nachteil, wir mussten Dinge teilweise abschreiben dann nochmal oder wir konnten das einfach nicht Copy-Paste machen, aber eben dadurch konnten wir dann zum Beispiel auch sehen, wie lange braucht ein Chatbot, um zu antworten oder wie lang zieht sich so ein Gespräch. Also das war uns dann mehr wert oder auch die Bilder und die Videos konnten wir so einfach so haben, wie sie eigentlich gezeigt wurden. Ja, aber es war nicht so ganz einfach. Okay, dann ist die Zeit jetzt auch für Fragen abgelaufen. Einmal noch einen Dankeschön-Applaus für Celia, bitte.